Stress pur. Die Millionärsfamilie, die Geissens, ist mitten im Umzugschaos und die Nerven liegen blank. In der Folge House of Geissini Teil 2 geht es mit dem Umzug der Luxusfamilie nach Dubai weiter. Es muss weiter eingerichtet werden, dafür schlägt Carmen kräftig im Möbelhaus zu. Im Haus macht sich der Künstler Shari weiter an der dortigen Einrichtung zu schaffen. Drei Löwen geht es an den Kragen, diese bekommen einen neuen Pelz. Zur großen Freude Roberts kommen endlich die Kühlschränke an. Das bedeutet, seine Getränkevorräte können angemessen gehandelt werden. Mit einem XXL-Sofa zieht auch Robert neuestes Spielzeug eine extra große Boombox ein. Ob das noch Stress mit den Nachbarn gibt? Aber auch in der nächsten Folge, ein bisschen fancy für die Donzi, geht es heiß her. Dort reist die Familie zurück nach Monaco, um das alte Apartment verkaufsfertig zu machen. Dazu gibt es gute Neuigkeiten, denn Speedboot Donzi ist wieder zurück und betriebsfähig. Selbstverständlich wird dieses von Shari ebenfalls verschönert. Danach steht einem familiären Bootrennen nichts mehr im Weg. Wer das wohl gewinnt? Wie das Ganze ausgeht, können wir am Montag, dem 13. März 2023, um 20.15 Uhr bei Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, auf RTL 2 sehen.